Schärfe 1, nice. Nice, Für die ey. Level 1 ist das die beste Verzauberung eigentlich, die man bekommt. Hey Leute, willkommen zur neuesten Folge von Minecraft Rebo zusammen mit Andromatrix. Guten Tag. Guten Tag, ich geh drauf. Multiplayer. Erstmal meinen Tetrapack Eistiger weggestellt. Ich habe gerade was getrunken, wie du das Video vielleicht nicht bemerkt hast. Ja gut, hab ich gesagt. So, was wollen wir in dieser Folge denn machen? Schönes? Ein Haus bauen oder die Höhle ausbauen. Naja, ich würde erstmal sagen, dass wir Zucker auffahren. Wir machen gehen. Weil eigentlich, dann könntest du das Haus schon mal machen, dann mache ich den interessanteren Sachen in der Folge für die Leute, die aufnehmen, machen dann am besten die interessanteren Sachen, weil die Leute sehen das ja. Das, stimmt. Das heißt, ich gehe mal Sugar Gains suchen. Sugar Gains? Sugar Gains. Und du musst mir dann bitte die Koordinaten erstmal in den Chat schreiben. Bitte. Alter, ich habe gerade richtig viel AP verloren. Ja, Sugar Gains. Oder Sugar. Alter, nice. Guck mal, hier ist einfach ein Chunk-Fehler. Wie nice. Oh. Als die Welt generiert wurde, ist ein Chunk-Fehler. Wie nice. Ja, hier in der Nähe ist einfach das Wasser, kommt aber nicht hier rüber. Hier ist einfach, hier geht's einfach weiter, aber ist es so ein. Meinst du bei diesem kleinen See? Mhm. Das ist ein Chunk-Fehler, als die Map erstellt wurde. Aber ich habe jetzt gerade schon wieder Eisen gefunden, nice. Oben an der Oberfläche. Ich will zwar nicht farmen gehen, aber wir haben so wenig Eisen. Die Diamanten haben ja auch nicht genug. Ich glaube, also in meiner Kiste liegen nochmal zwei Stück. Weiß gar nicht, ob du deine Inventar hast. Ich habe ja die Diamantschwelle gecraftet. Ich schreibe mal kurz die Koordinaten auf meinem Laptop auf. X minus 500. Y Doppelpunkt. Das ist, 78. Und Z-Koordinate ist die 682, 6, 9, 8. Ist das deine? Nee, das sind deine. Ja, der würde mich auf meinem Laptop draufstehen. Ja, das sind die auch hier, hier in die Konsole geschrieben ist. Nur ich suche gerade Sugar Kings. Nur hier, ich kenne die Gegend hier schon. Damals war ich hier, um die Hühner zu farmen. Hier waren richtig viele. Ich habe mich noch erinnert, genau. Da oben war Kohle, kann ich mir noch dran erinnern. Ich höre mal auf zu springen am besten. Ich renne nur. Aber hier ist so viel Eisen, ich kann wieder mal dieses. Hier ist noch Eisen und ich laufe mal dran vorbei. Ich muss es aber jetzt mitnehmen. Das geht nicht anders. Das muss so sein. Ja. Hier ist auch Lava, okay. Das heißt, wir haben direkt. Lava. Wir haben direkt hier an der Oberfläche direkt schon Lava, Alter. Höhe. 58 und Lava. Das ist nicht gerade oft. Höhe 80. Nee, 58. Da sind Sugar Canes, perfekt. Nice. Pflanze ich die am besten an unserem See an. Oder wollen wir ein eigenes Dings machen? Da bräuchten wir Eisen für den Eimer, ne? Ich hab ganz genau 46 Eisen. Wenn wir brauchen insgesamt 4 Zuckerrohre, können wir 1 anbauen und 3 können wir fürs Dings verwenden. Das Buch. Ja. Hast du vielleicht, wie heißt das? Hast du Leder? Ich kann mal nachgucken, weil ich bin gerade hier, oder ich mache gerade hier ein bisschen eine kleine Fläche. Das so. Weil sonst such vielleicht mal Kühe. Leder, wir haben einen Rabbit Hide, haben wir, sonst wir brauchen 4. Von diesem Rabbit Hide brauchen wir 4 und einen Leder herzustellen. Das wird langsam nach, das ist mir nicht so geheuer. Genau, da sind so richtig viele Hühner. Soll auch in Zukunft so werden, dass man ab der 1.9 noch Zucker essen kann und dadurch irgendwann mal auch Diabetes bekommt. Wenn man zu viel Zucker hintereinander isst, irgendwie eine Stunde, irgendwie 32 Zucker oder so, dann ist man überzuckert und dann kriegt man so eine Krankheit, in der man innerhalb von 30 Sekunden stirbt. Was? Ja. Alter, ich hab den Schlucht gefunden. Ist es eine Mine oder hast du die Blöcke da gesetzt? Hast du mal Holzblöcke in der Schlucht gesetzt? Nein. Ich kann mich auf dem Server auch nicht an den Schlucht erinnern. Dann ist das wohl. Eine Mine. Eine Mine, ja.
Ich hole mal die Sugarcanes, die hier oben sind. Und dann gehe ich hier nach unten. Weil unten ist Wasser, da kann ich runterspringen. Oh, ich springe aber nicht daneben. Nee. Das ist ja peinlich. Nee, ich baue mich gerade ein bisschen weiter rüber zur Sicherheit, gerade mal. Ich brauche ja gerade noch mal ein Ding, hier ein bisschen was vom Dings ab. So, jetzt kann ich aber runterspringen, ja. Ja, das ist hier gerade Folge 3, die wir nice. Aufnehmen, oder? Das ist, wenn ich heute 2 hochgeladen habe. Und du nur 1. Nein, das ist jetzt, es ist 5. Das ist 5. Das ist Folge 5. Folge 3. Nee, 3 habe ich ja schon, ist eigentlich schon längst online. Okay. Also kommt jetzt morgen bei mir, also am 2.7. kommt dann Folge 3. Also Folge 4 bist du und das hier ist gerade Folge 5. Denke ich mal. Denke ich zumindest. Hoffe ich zumindest. So, ich wollte eigentlich Sugarcanes suchen, hab's auch gefunden, jetzt bin ich aber in der Mine und will aber Sachen farmen. Ich kann mir natürlich auch in die Cordis aufschreiben und dann hole ich das nächste Mal das Eisen. Und das werde ich irgendwo gleich mal tun. So, ich glaube der Chatverlauf wird aber nicht in der Konsole gespeichert oder so in irgendeiner. Frage. Welche Difficulty ist das eigentlich? Weil hier sind keine Monster und ich verliere so gut wie kein Essen. Verliere gerade richtig viel Essen. Also, es steht auf jeden Fall nicht auf Difficulty Dings. Ich kann gerne nochmal auf Hard stellen, weil du willst. Ich hab gar kein OP, okay. Ich auch nicht. Ja, ich hab uns alle DOP, ich finde das so besser. Hm. Einer Comment. Achso. Okay. Alles easy. So. Block und Scheiße. Danke. So. Dann schreibe ich mir mal ganz schnell ganz schnell. Was heißt denn? Aber eigentlich könnte ich mich ja OP'en, weil sonst müsste ich ja eh in die Konsole mal rüber, ne? Eigentlich. Weil ich würde ja da eigentlich dasselbe eingeben. Aber das ist auch scheiße, dass du keine OP'en hast. Aber ich will hier so ein Scheiß passieren. So scheiße. Ich hab Kühe gefunden, nice. Gut. Ja, du meinst hier, dass du dummerweise ein Inventar clearst? Mhm. Wie so ein Inkompetenzbolzen. Ja, genau. Ganz sicher. Ja, ich cleare auch den Chatverlauf. Ich soll, ja, wie willst du das machen? Ja, slash clear. Ich wollte gerade auch sagen, nee, mach das nicht, damit clearst du ein Inventar in dem Moment. Ja, hier, Geo. Ich kann jetzt mal ganz schnell slash clear machen. Dann sagt er mir nämlich, you must specify which player. Ja, ich hatte mich meinen Namen eingegeben. Und dadurch macht man nämlich sein Inventar leer. Und nicht den Chatverlauf. Ich hab dir den Namen eingegeben. Und wenn man slash clear macht, kann ich natürlich slash clear. Don't have permissions. Ja. Was ist eigentlich, wenn du slash clear in der Konsole machst? Clearst du das Inventar vom Server? Nee, das hab ich ja gemacht. Slash clear und dann dahinter fragt er mich dann, also welchen Player, also welchen Spieler willst du clearen? Und ich hab dahinter meinen Namen geschrieben, aber ich wollte eigentlich den Server zurücksetzen. Also den Chatverlauf, ja. Aber ich hab damit meinen Attack gekriegt. Aber egal, ich muss jetzt erstmal die Cordis wieder wissen. X-466. Ich habe hier eine riesige Fläche begradigt, damit wir hier auch unser Haus schon bauen können. Da hinten ist der. Okay. Oh Gott, wie viel Erde habe ich jetzt? Ich habe ein richtiges Erdeproblem, ich habe noch nicht. Ich habe jetzt 6,5 Stacks Erde. Das reicht. Stell mal, das war die Chance, den ich mehr. Man merkt vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen gearscht und ich huste. Warum denn? Ich trinke mal kurz was. So. Da haben wir jetzt schon was eingestellt. Es kann natürlich sein, dass ihr vielleicht den Ingame schon ein bisschen anders hört, weil ich jetzt über die Boxen laufen habe. Nicht mehr über das System Audio. Deswegen kann man sagen, dass das ein bisschen anders. Also wenn jetzt, wenn jetzt gleich mein Hund nicht drin ist, dann raste ich aus. Ach guck mal, wie der kommt. Guck mal, was ich ja gerade gemacht habe.
Ja, PvP ist auch. Ja, Leute, ich leuchte jetzt mal hier bitte auf, da sind Spawny beim Monster und haben wir das hier in die Luft. Ich mag das eh gerne, wenn in der Nähe von unserem Haus dann einfach Fackeln sind. Aus was wollen wir eigentlich unser Haus bauen? Ich würde mal sagen. Bis hier. Ich würde auch gerne mit Steinziegeln arbeiten. Das heißt, wir brauchen richtig viel Cobblestone und so. Ja, hier raus eigentlich. Glas. Hey, yeah, das meine ich ja. Stonebricks, klar. Ja, also Stein haben wir genug. Jetzt brauchen wir nur Kohle, um das Ganze zu braten. Ich meine, ich habe noch 15 8, Kohle, 16, wenn wir 24, 32, ich brauche mindestens 32 Kohle. Hast du Eisen? Ich gebe dir mal was von Hälfte zu meinen ab. Ist das jetzt das genau die Hälfte von meinem? Okay, gut. Aber ich wollte irgendwo 3 haben. Diesen Holzklumpen hier kann ich auch abbauen, oder? Nee, sonst hätte ich ihn zum Beispiel auch gar nicht mehr gefunden gerade. Ich mach einfach die 2 Blöcke in die Luft. Ja, okay. Sieht zwar noch scheiße aus, aber egal. Na und? So, ich brauche jetzt mal den See nochmal. Denn, Ich möchte einen unendlichen Brunnen haben, damit ich auch mal wirklich eine Farm später auch anschließen kann und so weiter. Ja. Akkurat, keine Staub. Hallo. So, ich habe jetzt Wasser einmal. Boah, was wollte ich denn? Ich bin so behindert. Ich bin die Gehirntot. Ich bin die Gehirntot. Jo. So, ich brauche nochmal einen Wassereimer. Also das reicht doch jetzt an Öfen, oder? Ich sehe es gerade nicht, aber ja, du bestimmt. Jetzt haben wir 10 Öfen hier unten stehen. Ja, das ist gut, weil eigentlich, ich brenne eigentlich nie Sachen mit 64 in einem Ofen. Ich verteile die alle, dass das schneller geht. Du verbrauchst genauso viel Kohle und es geht einfach viel, viel schneller. Und alle Öfen arbeiten. Sie verbrauchen keinen Strom, ne? Ja. Das ist keine Stromverschwendung. Du verbrauchst genauso viel Kohle wie sonst und hast halt, ist halt, achtmal so schnell. Wieso ist Zoom auf Z auf einmal? Das ist so scheiße. Das Tolle ist, auf meiner Maus ist die mittlere Taste links. Ich habe jetzt so 3 neue Tasten da drauf. Die ist in der Mitte davon einfach Zoom in Minecraft. Also L-Control. So, ich mache aber. Ich hab einfach hier was ist das denn da hinten für ein Erdding? Alter! Da hinten ist einfach mal so ein Extreme Hills Biom, glaube ich. Ist das hier Clay? Extreme Hills ist. Ja, ich hab Clay. Extreme Hills ist aber nicht Dings. Extreme Hills ist, dass so die Berge so richtig weit rausragen und so. Also, so wie bei uns hier. So, das Zuckerrohr hat genau gereicht. Sieht jetzt genau aus wie eine Badewanne. So, ich kann jetzt uns ein Buch machen und dadurch dann den Zaubertisch. Da brauchen wir halt noch viel mehr Leder für die Bücher, ne? Und ich will erstmal auf eine geringe Stufe verzaubern. Ja, klar, haben. Auf Level 1 und so. Aber die, ja genau, die Dierschwerter will ich auch zaubern. Ich will erstmal die Dierschwerter auf Level 1 verzaubern. Ja, klar. So, das mache ich mal ganz schnell. Dann nehme ich mir die 2 Dias hier raus. Eigentlich perfekt genau gleich viele Dias gefunden, ne? Das war wirklich, Ruinen genau. Das war wirklich perfekt, so. GG! Wow! Ich komme wieder zurück. Wie lange nehmen wir euch schon auf? Oder sind wir so du? 13 Minuten, also es ist auch gleich vorbei. Ich will natürlich noch mein Dia-Schwert machen, zaubern. Schärfe 1, nice! Nice, Alter! Für die Level 1 ist das die beste Verzauberung eigentlich, die man durch. Wenn ich dann halt nur für mein Gear-Schwert was Billiges bekomme, dann verzauber ich erstmal das Eisenschwert. Guck mal. Dann verzauber ich am besten noch meine Rüstung. Auf Level 1. Lapis Lazuli, wie viel haben wir eigentlich noch? 6. Genau, auch was. Ach so, ja, dann verzauber ich einfach nur das Ding hier, den Brustpanzer. Und wie ich es einfach nur höre. So, das reicht für Schwert auf jeden Fall und die Dings und die Rüstung reicht auch noch ein bisschen dafür. Ich habe nochmal 16 Eisen, das heißt, ich verteile hier drauf 8 und hier drauf. Ja, auch Sharpness 1. Nice. Oh, ich brauche jetzt 2 Kohle. Du hast jetzt 2 Teile verzaubert und mach ich auch mal. Komm ich jetzt hier Blast Protection. Na, scheiße. Ja, Correct Type Protection mache ich mir mal. Ach gut, Unbreak, ja, schön für euch. Unbreaking, egal.
So, dann machen wir hier nochmal 8 rein. Dann, und dann brenne ich, den anderen mal mit Holz. So, und jetzt brauche ich nochmal eine Kohle. So geht das einfach ultra schnell. So, da haben wir auch nochmal. Ich würde mal sagen, Folge 5, wir haben schon die verschwörte Schwerter, verschwörte Rüstung und ja, chillt jetzt auch. Sind wir eigentlich für Hardcore relativ gut ausgerüstet. Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Schaut auf jeden Fall die nächste Folge bei Leon vorbei. Da gibt es bestimmt wieder einige Sachen zu schauen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.